Ja, es wird ja immer viel geredet und gerade im Vorfeld von diesem Spiel, wie wichtig das sein würde. Welche Bedeutung hat es denn für euch? Ja, heute das Spiel war natürlich auch wichtig, wie jedes andere Spiel. Ich denke, wir haben das heute als Mannschaft sehr gut hinbekommen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten. Und haben kompakt agiert, haben dann gute Aktionen auch nach vorne gehabt, was wir uns auch vorgenommen haben. Und dann werden wir dann auch irgendwann belohnt, wenn wir so nach vorne spielen und dann kommen auch unsere Torchancen und dann fallen auch die Tore. Und das ist heute so ein gutes Argument dann auch dafür gewesen, dass wir 3 Tore gemacht haben. Gab es denn diesen Moment, nachdem ihr 2, 3, 4 gute Chancen hattet und der Treffer erst nicht fallen wollte, wo ihr gesagt habt, oh Gott, es geht schon wieder los? Ja, wie gesagt, gerade bei uns in der Situation lassen wir die Köpfe nicht hängen. Es geht immer weiter. Wenn der 5., 6. nicht reingeht, geht der 7. rein. Und wir haben heute super nach vorne gespielt, haben das alles erzwungen und sind dann auch verdient vom Platz gegangen. Ich hatte das Gefühl, ihr hattet so ein paar Minuten Anlaufschwierigkeiten, richtig reinzukommen, euch auch zu finden, weil es ja eine komplett umformierte Defensive vor allem war. Ist das der richtige Eindruck? Ja, richtig. Wir wollten direkt nach der Halbzeitpause wollten wir direkt weiter konzentriert arbeiten, so wie in der ersten Halbzeit. Hatten 5 Minuten lang einen kleinen Schlendrian drin und nichtsdestotrotz sind wir da auch super rausgekommen und haben dann gleich nachgelegt und im Endeffekt hatte dann der Gegner auch keine Chance mehr. Was sagst du denn zu Ginny heute? Ja, zu Ginny soll ich da ein anderes zu sagen? Ich kann ihn nur gratulieren. Ja. Man of the Match, würde ich sagen. Zu Recht den Ball geklaut und ist eigentlich ein super Stürmer, der einfach die Tore macht und das haben wir heute auch gesehen und auch gebraucht dafür. Schneckel, du bist angeschlagen in die Partie gegangen, habe ich mir sagen lassen. Ist so ein Sieg da die beste Medizin? Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch bin erkältet immer noch, wie man es vielleicht hört. Boller hat es da wohl ein bisschen schlimmer noch erwischt als mich. Ich wurde im Hotel gut von unseren Physios versorgt und nochmal aufgepäppelt. Legal alles natürlich nur. Und das Spiel ist natürlich, so ein Sieg ist die beste Medizin dann für einen kranken Körper. Und jetzt haben wir, glaube ich, 1, 2, 3 Tage Ruhe. Jetzt kann das gerne nochmal durchkommen, die Krankheit. Da habe ich nämlich genug Zeit, mich auszukurieren. Und, ja. Wie hat sich das denn angefühlt? Ihr wart eben noch lange draußen, habt euch feiern lassen, zu Recht natürlich. Wie viel Druck ist da jetzt von euch abgefallen? Ja, ich glaube, das war die Ehrenrunde oder die Verabschiedung von den Fans. Die war nicht länger, als sie sonst auch immer ist. Aber heute war es einfach, wir haben lange nicht mehr gewonnen. Wir haben lange keine 3 Tore mehr geschossen oder überhaupt ein Tor. Und es macht einfach Spaß, jedes Mal hier draußen nach dem Spiel nochmal die Runde zu gehen. Klar, sich feiern lassen, aber auch zu bedanken, natürlich gehört einfach dazu und macht jedes Mal aufs Neue Spaß. Gucken wir aufs Spiel. Ich hatte das Gefühl, ihr habt in der Formation ja noch nie zusammengespielt, dass ihr einen Moment gebraucht habt, um euch zu finden, aber danach lief es sehr gut und ihr habt defensiv super gearbeitet. Ist das der richtige Eindruck? Ja, das ist auf Anhieb funktioniert, ja. Das war fast klar, dass das nicht der Fall ist, aber wir haben uns da recht schnell reingefunden, das war auch ganz gut. Ich glaube, wir haben einfach auch jeder mal 1, 2 gewonnene Zweikämpfe gebraucht, um ein richtig gutes Gefühl noch zu kriegen. Und dann schießt Günni das erste Tor und dann war so ein Gefühl, hier passiert heute nichts mehr und hier könnt ihr anrennen, so viel ihr wollt. Wir stehen hier und ihr schießt kein Tor. Und, ja, das hat uns heute einfach ein starkes Gefühl gegeben und war gut. Was nehmt ihr da mit für die kommenden Spiele? Weil ganz raus seid ihr trotz allem noch nicht. Nee, das stimmt. Wir haben heute einen wichtigen Dreier eingefahren, das wissen wir. Ganz raus sind wir natürlich nicht, aber was wir dann rausnehmen, wir können jeden schlagen. Wir müssen mit jedem, der bei uns aufgestellt wird, können wir jeden schlagen. Alles ist möglich.